Liegst du auf deiner Matte, richtest dich ein, spürst deine Beine hüftbreit geöffnet, die Füße fallen locker nach außen, deine Arme vom Körper etwas entfernt, die Handflächen nach oben, Schultern entspannen, in die Matte hinein. Dein Kopf liegt in der Mitte, du löst die Zähne voneinander, nimmst die Zunge vom Gaumen. Und dann beobachtest du den Atem, denn der Atem ist der Schlüssel zu deinen Gedanken. Wird der Atem ruhig, werden auch die Gedanken ruhig. So entspannst du Körper und Geist in Shavasana. Dein Atem gleichmäßig und ruhig. Bauch hebt und senkt sich entspannt. Beginne jetzt tief zu atmen, etwa 3 bis 4 Takte tief in den Bauch und in den Brustkorb einatmen und 3 bis 4 Takte tief aus Brustkorb und Bauch auch wieder ausatmen. Und während du so tief atmest, spürst du die Finger, die Hände, die Zehen, die Füße, die Arme und Beine, den ganzen Körper. Nimmst mit der Einatmung die Arme hinter den Kopf, legst sie dort ab, ziehst dich mit der Ausatmung in die Länge. Atmest nochmal tief ein. Und bringst mit der nächsten Ausatmung die Arme nach unten zurück neben deinen Körper. Stell dann die Füße auf und zieh deine Beine zum Körper dran. Gib die Hände auf Knie oder Schienbeine und lass dich von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Und dann roll dich auf eine Seite, komm über die Seite hoch zum Sitzen. Nimm dir ein Kissen, setz dich aufrecht. Und wenn du gut sitzt, schließ deine Augen. Entspann dich in deinen Sitz hinein. Leg die Hände bequem auf den Beinen ab. Verbinde Zeigefinger und Daumenspitzen sanft miteinander. Sink mit der nächsten Ausatmung bequem in dein Kissen hinein.
Atme dann tief ein. Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Sahavīryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Mā Vidviṣavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Der Gedanken durch Raja Yoga erhalten wir die nach außen gerichteten Sinne an und beruhigen unseren Geist. Raja Yoga bedeutet Chitta Vritti Nirodha, die gedanklichen Wellen anhalten. In Hatha Yoga halten wir die Prana Wellen an, sodass in der Folge auch die Gedankenwellen anhalten. Man sagt, wenn im Kundalini Yoga die Sinne zusammengebracht werden, kann die Energie nicht mehr nach außen fließen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Denken bereits auf einer höheren Ebene. Das Energiefeld verändert sich. Im Grunde sind alle diese Erfahrungen ein und dasselbe. Nur der Standpunkt ist ein anderer. Es besteht ein wirklicher Unterschied. Es besteht kein wirklicher Unterschied zwischen Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga und Raja Yoga. Jeder Yoga mag unterschiedliches Gewicht auf einen einzelnen Punkt legen, aber grundsätzlich unterscheiden sie sich nicht voneinander. Sie alle sind Teile des Ashtanga Yoga, des achtgliedrigen Pfads. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Mit der Kraft deiner Gedanken in Verbindung der Atmung Pranayama bringst du deinen Geist zur Ruhe und kannst dann, wenn du das Spiel im Leben mal wieder verlierst, das Mensch ärgere dich nicht Spiel, dann kannst du mit Hilfe deiner Gedanken wieder in eine positive Energie kommen. Denn mal gewinnst du und mal verlierst du. Aber dein Geist hilft dir dabei, in einer positiven Grundstimmung zu bleiben. Stell dich jetzt ein auf die Pranayamas. Du sitzt aufrecht, aber entspannt. Deine Hände sind auf den Beinen. Zeigefinger, Daumenspitzen berühren sich. Du legst die Hände mit Handflächen nach oben oder nach unten auf den Beinen ab. Beginnen mit 3 Runden Kapalabhati, der Schnellatmung. Atme dafür erstmal tief in den Bauch ein und tief aus dem Bauch aus. Atme bequem ein und beginne. Aus, ein, aus, ein. Aus, ein, ham, so, ham, so, ham, so, ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Atme aus, werde ganz leer, stütz dich mit den Händen und gestreckten Armen ab, entweder am Boden oder auf den Beinen und zieh die Bauchdecke tief nach innen. Halte den Atem mit
vollständig geleerter Lunge an. Atme also vollständig aus. Dann löse die Bauchdecke, richte dich mit der Einatmung auf. Und mit der Ausatmung lass dich bequem in deinen Sitz eintauchen. Dann atme bequem ein und halte den Atem an. Visualisiere in deinem Bauchraum eine strahlende Sonne. So setzt du dadurch auch wieder deine Gedanken ein, dass du dir die Sonne im Bauchraum vorstellst. Auch das Visualisieren sind Gedanken, sind Bildgedanken. Und mit Hilfe von Pranayama erhöhst du deine Energie, deine Shakti und bringst sie unter Kontrolle und gleichzeitig damit auch deine Gedanken. Um in einen höheren Schwingungszustand zu kommen. Wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, atme jetzt aus und dann wieder tief in den Bauch ein und tief aus dem Bauch ausatmen. Bequem einatmen, zweite Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so. Ham, so, ham, 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 ham. Atme aus, werde vollständig leer, zieh den Bauch nach innen oben, stütz dich wieder ab, auf den Beinen oder auf dem Boden. Bauch zieht nach innen, Kinn sanft zum Kehlkopf. Die Lunge ist vollständig geleert. Löse die Bauchdecke, richte dich tief einatmend auf. Atme genauso tief aus, wie du eingeatmet hast und sinke in deinen Sitz hinein. Atme bequem ein und halte den Atem mit bequem gefüllter Lunge. Und dann visualisiere, dass deine Sonne im Bauchraum sich zu einer kleinen roten Energiekugel zusammenformt. Und diese Energiekugel wandert ganz nach unten in dein Becken zu deinem Wurzelchakra, in deinen Beckenbodenbereich hinein. Halte den Atem, solange du ihn bequem halten kannst. Wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann atme jetzt langsam aus und wieder tief einatmen. Tief ausatmen. Bequem einatmen, letzte Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Atme aus, werde wieder ganz, 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 ganz leer. Stütz dich wieder ab, ziehst den Bauchnabel nach innen oben. Hältst den Atem mit leerer Lunge an.
Wenn der Impuls zum Einatmen kommt, dann oder auch jetzt, löse die Bauchdecke und richte dich vollständig einatmend auf. Vollständig ausatmend, sinke bequem in dein Kissen hinein. Atme bequem ein. Halte den Atem an, solange du halten kannst. Visualisiere, dass deine rote Energiekugel am untersten Ende der Wirbelsäule jetzt Wirbel für Wirbel langsam nach oben aufsteigt und die Energie in deinem Körper verteilt in der Wirbelsäule. Und wenn diese Energiekugel in deinem Kopf angekommen ist, dann kannst du visualisieren, wie sie sich zu einem strahlend hellen, leuchtenden Licht entfaltet und öffnet. Öffnet sich wie eine Lotusblüte und aus dieser Blüte strahlt es hell und klar über deinen Kopf hinaus, über deinen ganzen Körper hinaus. Und wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann atmest du jetzt aus und dann bequem weiter und spürst nach. Wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann atme jetzt langsam aus und dann bequem weiter und spüre nach. Stell dich ein auf die Wechselatmung. Wenn du deinen Sitz optimieren magst, kannst du das jetzt tun. Wenn du bequem sitzt, bleibe in deiner Sitzposition. Bring deine linke Hand ins Chin Mudra, Zeigefinger und Daumen berühren sich und du legst die Hand bequem auf deinem linken Oberschenkel ab. Bring die rechte Hand ins Vishnu Mudra, Zeigefinger einklappen und Mittelfinger einklappen und leg den Oberarm bequem an den Oberkörper ab. Den Daumen brauchst du rechts, den Ringfinger links. Atme erstmal durch beide Nasenhälften nochmal tief ein. Und auch tief aus. Atme nochmal ein. Und aus. Verschließe jetzt rechts und atme links tief und zügig ein. Verschließe beide Nasenhälften und halte den Atem an. Sitze entspannt, aber aufrecht. Öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig aus. Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Dann die Nase schließen, den Atem anhalten, entspannt sitzen, Gesicht entspannen, Schultern entspannen, Nacken ist entspannt. Links ausatmen. Links einatmen, tief und zügig. Die Nase schließen, den Atem anhalten. Und bring jetzt deine Aufmerksamkeit in dein Stirnchakra. Stell dir in deiner Stirnmitte oder zwischen den Augenbrauen einen strahlend leuchtenden Punkt vor. Rechts ausatmen, bleibe mit der Aufmerksamkeit in deinem leuchtenden Punkt, in deiner Stirnmitte und atme rechts wieder ein. Halte den Atem
Visualisiere diesen strahlend leuchtenden Punkt in einem vielleicht sonnengelb oder weiß. Atme links aus, entspann dich mit der Ausatmung. Atme links ein, richte dich auf mit der Einatmung. Halte den Atem und lass das Licht in deiner Stirn strahlen. Rechts ausatmen, vielleicht über die Stirn nach außen. Rechts einatmen, über den Scheitel in den Körper. Atem anhalten. Stell dir vor, wie du links ausatmest durch die Stirn, durch diesen leuchtenden Punkt. Und wie du links einatmest über deinen Scheitel und den Atem wieder anhalten. Rechts aus durch die Stirn, durch deinen strahlend leuchtenden Punkt. Rechts ein über den Scheitel. Hin zur Stirn, Atem anhalten. Links aus durch die Stirn nach vorne. Langsam und gleichmäßig. Und wieder einatmen. Durch den Scheitel und den Atem dann anhalten. Letzte Runde. Rechts aus durch die Stirn. Rechts ein über den Scheitel. Halte den Atem, zentriere ihn in dir. Links ausatmen, noch ein letztes Mal durch deine Stirn. Und wenn du alles ausgeatmet hast, lässt du den rechten Arm sinken. Lässt dich bequem weiteratmen, spürst nach. Wechselatmung beruhigt den Geist, reinigt die Nadis. Und wenn dein Geist ruhig ist, kommt die Klarheit. Die Klarheit für Sat-Chit-Ananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Jetzt lass den Atem tiefer werden. 3 bis 4 Takte einatmen und 3 bis 4 Takte ausatmen. Und mit der Einatmung stellst du dir vor, wie die Energie vom Himmel über den Scheitel und die Körperrückseite nach unten bis in die Erde fließt. Und mit der Ausatmung stellst du dir vor, wie die Energie von der Erde über die Körpervorderseite wieder nach oben zum Scheitel und in den Himmel fließt. Einatmen, Himmel, Scheitel, Rückseite, Erde. Ausatmen, Erde, Vorderseite, Scheitel, Himmel. Einatmen, Himmel, Scheitel, Rückseite, Erde. Ausatmen, Erde, Scheitel, Erde, Vorderseite, Scheitel, Himmel. In deinem Kreislauf bleiben.
der nächsten Einatmung öffne die Augen, lass diesen Atemkreislauf los und komm auf deiner Matte kurz zum Liegen. Streck die Beine aus, leg die Hände auf den Unterbauch, lass dich weiter in diesem Rhythmus 3 bis 4 Takte ein- und auch ausatmen. Nimm die Ruhe im Geist wahr. Und mit deiner nächsten Einatmung stell deinen rechten Fuß auf die Matte. Und mit der Ausatmung zieh dein rechtes Bein zu dir ran. Gib die Hände auf Knie oder Schienbein und kreise dann locker den rechten Fuß im Fußgelenk. Während du weiter tief atmest, 3 bis 4 Takte ein und aus, wechsel die Richtung beim Fußkreisen. Dann löse die, dann beende das Fußkreisen und mit der nächsten Ausatmung verbinde Stirn, Nase oder Kinn und das rechte Knie miteinander. Mit der nächsten Einatmung leg den Oberkörper wieder ab. Und mit der nächsten Ausatmung streck dein rechtes Bein mal nach oben aus. Wenn du magst, greif den Oberschenkel von hinten. Und pointe und flexe abwechselnd den Fuß, einatmen, flexen, ausatmen, pointen. Und dann zieh dein Bein mal näher an dich ran, so gut es geht. Und winkel das Knie wieder an, stell den Fuß ab, streck das rechte Bein aus, spür den Unterschied zwischen rechter und linker Seite. Mit der nächsten Einatmung stell deinen linken Fuß auf die Matte und mit der Ausatmung zieh dein linkes Bein zu dir ran, ganz locker und kreise den linken Fuß. Und wechsel die Richtung. Fuß ganz locker. Kannst du mal mit der Ausatmung Stirn, Nase oder Kinn und linkes Knie verbinden. Tief weiteratmen. Der Einatmung den Oberkörper wieder ablegen und mit der Ausatmung mal dein linkes Bein nach oben strecken und dich am Oberschenkel greifen. Abwechselnd auch hier ausatmen, Fuß gepointet, einatmen, Fuß geflext. Dann ziehst du das Bein mal nah zu dir ran, so gut es für dich geht. Winkelst das Knie wieder an, stellst den Fuß ab und streckst dein linkes Bein auch wieder aus. Nimm tiefe Atemzüge, 3 bis 4 Takte ein- und auch ausatmen. Stell mit der nächsten Einatmung beide Füße auf die Matte. Zieh dann mit der Ausatmung die Knie zu dir ran. Und lass die Knie kreisen. Kleine Kreise zunächst im Uhrzeigersinn. Hände auf den Knien oder auch Schienbeinen und die Hände und Arme kreisen deine Beine. Und wenn die Beine nah am Körper sind, wechselst du mal die Richtung.
Und dann kannst du über eine Seite nach oben rollen zum Sitzen. Komm in den Vierfußstand, bring deine Hände unter die Schultern, fächer die Finger weit auf, die Knie unter die Hüften. Und im Rhythmus deiner Atmung roll dich auf und ab. Einatmen Kuh, ausatmen Katze. Ganz geschmeidig und weich bewegst du dich frei und leicht. Und deine Gedanken sind hell und klar und ruhig dabei. Nur mit der nächsten Einatmung komm in deinen geraden Rücken. Mit der Ausatmung setz dich kurz auf den Fersen ab, Stirn zum Boden, Arme lang. Und entspann die Hände und die Arme, die Schultern, den Nacken, den Kopf, dein Gesicht. Du fühlst dich frei und leicht. Und deine Gedanken sind hell und klar. Der nächsten Einatmung kommt zurück in den Vierfußstand. Und mit der Ausatmung bring erst einen und dann den anderen Fuß zwischen deine Hände und tauch ein in die stehende Vorbeuge. Gerne darfst du die Knie dabei gebeugt lassen. Du kannst sie aber auch strecken, je nachdem, was dir angenehmer erscheint. Der Kopf hängt, sodass die Nasenspitze in Richtung Knie oder Beine zeigt. Die Arme, die Schultern können mal aushängen. Und wenn du die Knie gestreckt hast, dann beug sie jetzt und roll dich langsam auf, Wirbel für Wirbel zum Stehen nach oben. Und wenn du oben angekommen bist, dann roll die Schultern nach hinten unten ab. Du stehst jetzt im vorderen Drittel deiner Matte. Deine Füße sind hüftgelenkbreit geöffnet. Dein Gewicht ist auf den Fersen, groß und klein. Sie ballen gleichmäßig verteilt. Deine Knie sind entspannt. Dein Rücken ist aufrecht. Dein Becken in einer Position, die du magst. Dein Bauchnabel sanft nach innen gezogen, die Schultern entspannt. Der Scheitel strebt nach oben und du atmest 3 bis 4 Takte ein und aus. Stehst in Tadasana. Einatmen, Himmel, Scheitel, Rückseite, Fußsohlen, Erde. Ausatmen, Erde, Fußsohlen, Vorderseite, Scheitel, Himmel. Stell dich dann auf den Sonnengruß ein. Wenn du magst, lass die Augen geschlossen oder öffne sie. Und dein Atem darf fließen, so wie er für dich gut fließen kann oder einfach gerne in dem Rhythmus, den ich ansage. Ein- und ausatmen, Namaste, die Hände vor dein Herz geben. Einatmen, zieh die Arme hoch und die Schultern zurück, aktiviere den Bauch noch mehr nach innen. Und ausatmen, komm in die halbe Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang.
Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, rechtes und linkes Knie, vier Fuß statt. Ausatmen, Katze. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Panther. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, herabschauender Hund, Knie gebeugt. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, rechter und linker Fuß, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, die Schultern zurücknehmen. Ausatmen, halbe Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, links und rechts. Vierfußstand. Ausatmen, Katze. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Panther. Einatmen, Vierfußstand, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Vierfußstand, ausatmen, links und rechts, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge und ausatmen, Tadasana. Lass deinen Atem weiter fließen. Bring die Hände vor dein Herz, Namaste. Die Arme nach oben, die Schultern zurück. Halbe Vorbeuge, langer Rücken, ganze Vorbeuge, rechts und links, Vierfußstand. Katze, Kuh, Panther. Vierfußstand, herabschauender Hund. Vierfußstand. Rechts und links nach vorne Vorbeuge. Halbe Vorbeuge. Tadasana. Namaste. Die Arme hoch, die Schultern zurück. Halbe Vorbeuge. Rücken lang. Ganze Vorbeuge. Links und rechts. Vierfußstand. Katze. Kuh. Panther. Vierfußstand, herabschauender Hund. Vierfußstand, links und rechts, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, Tadasana. Namaste, nach oben zurück. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken, ganze Vorbeuge. Rechts und links, Katze, Kuh, Panda, Vierfußstand, herabschauender Hund, Vierfußstand, rechts und links, Vorbeuge, halbe Vorbeuge, Namaste. Nach oben zurück, halbe Vorbeuge, Rücken lang, ganze Vorbeuge, links und rechts, Katze, Kuh, Panther, Vierfußstand, herabschauender Hund, Vierfußstand. Links und rechts, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge. Tadasana. Noch eine letzte Runde. Namaste. Nach oben zurück. Halbe Vorbeuge. Langer. Ganze Vorbeuge. Rechts und links. Katze. Kuh. Panther, Vierfußstand, herab, schauender Hund, Vierfußstand, rechts und links, Vorbeuge,
halbe Vorbeuge. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Halbe Vorbeuge. Rücken lang. Ganze Vorbeuge. Links und rechts. Katze. Kuh. Anfang. Tierfußstand. Herabschauender Hund. Vierfußstand. Links und rechts Vorbeuge. Halbe Vorbeuge. Tadasana. Steh entspannt und spüre nach. Lass dich tief atmen. Einatmen, Himmel, Scheitel, Rückseite, Füße, Erde. Ausatmen, Erde, Füße, Vorderseite, Scheitel, Himmel. Öffne die Augen, lass den Blick klar werden. Steh wieder auf beiden Füßen, Hüftgelenk breit geöffnet. Bring mit der Einatmung die Arme über die Seite hoch, Handflächen nach vorne. Mit der Ausatmung komm auf die Zehballen. Zieh den Bauchnabel nach innen, fixiere einen Punkt vor dir, der sich nicht bewegt. Atme ein, komm wieder auf die Fersen. Atme aus, halbe Vorbeuge, einatmen, Rücken lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge und dann lauf in kleinen Schritten zurück in den herabschauenden Hund. Beug die Knie leicht, zieh dein Steißbein leicht weit nach hinten oben, mach den Rücken lang, zieh dein Schambein zum Bauchnabel und den Bauchnabel nach innen und lass den Kopf hängen und bring die Schultern weg von den Ohren. Atme tief ein und tief aus. Was war dein letztes Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spiel im Leben? Wo hast du mal verloren oder gewonnen? In welchem Spiel? Komm dann einatmend in den Vierfußstand und ausatmend in die Kindstellung und lass dein Mensch ärger dich nicht Spiel mal nachwirken. Entspanne in der Geborgenheit des Kindes und lass dein letztes Mensch ärger dich nicht Spiel, falls du es verloren haben solltest, einfach los. Freu dich darüber, dass du das Spiel überhaupt spielen durftest und gib dir jetzt den Raum für das nächste Spiel, für das, was als nächstes kommen darf. Mach dich frei von dem, was war. Dann roll dich langsam auf. Wirbel für Wirbel, komm auf den Fersen zum Sitzen, setz dich neben den Beinen ab, bring die Beine nach vorne und lege dich auf der Matte ab. Füße bleiben aufgestellt, die Arme neben dem Körper. Du spürst erstmal deine Rückenlage. Und lass die Arme möglichst eng am Körper, Handflächen zum Boden. Und dann bring deine Knie zum Brustkorb, atme aus. Und mit der Einatmung streck die Beine nach oben aus
und flex die Füße. Und drück den unteren Rücken in die Matte hinein. Und atme ganz tief ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung, wenn du magst, nimm die Hände und Arme mit dazu. Handflächen zeigen zueinander. Schulterblätter und unterer Rücken sinken in die Matte hinein. Und du atmest 3 bis 4 Takte ein und aus. In diesem umgekehrten Tisch. Mit der nächsten Ausatmung zieh die Knie zu dir ran, gib die Hände auf die Knie und lass dich sanft von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Entspanne. Dann komm in der Mitte wieder an, stell die Füße ab. Zieh deine Schulterblätter zueinander und deine Hände und Arme unter den Körper, wenn das für dich geht. Wenn das für dich nicht geht, dann zieh einfach nur die Schulterblätter zueinander und heb dein Brustbein für eine Fischvariante. Und dann streck die Beine aus und flex die Füße. Du kannst so bleiben, wenn du magst, und tief in Bauch und Brustkorb ein- und ausatmen. Und wenn du mehr magst, dann hebst du dich jetzt mit der Einatmung nach oben auf die Unterarme. Ziehst dein Becken nach vorne weg, sodass der untere Rücken sich mal verlängert. Und dann hebst du wieder dein Brustbein und lässt dich langsam mit dem Kopf, Hinterkopf oder Scheitel nach hinten sinken, ohne Gewicht auf den Kopf zu geben. Berührt der Kopf sanft den Boden. Auch hier atmest du tief ein und aus. Spürst dein offenes Herz. Schenkst dein inneres Lächeln. Fühlst dich frei und leicht. Deine Gedanken sind hell und klar. Mit der Einatmung hebst du den Kopf. Mit der Ausatmung gleitest du wieder nach unten, stellst die Füße auf, ziehst die Hände und Arme neben den Körper, lässt die Knie zueinander fallen und entspannst. Wenn du eine Gegenbewegung für den Nacken brauchst, dann greifst du jetzt deine Hände an den Hinterkopf, die Finger ineinander, Ellbogen zueinander ziehen, mit Kraft der Arme hebst du den Kopf nach oben, dehnst sanft den Nacken. Du kannst den Kopf nach rechts drehen und zur Mitte nach links drehen. Und zur Mitte und dann den Kopf wieder absenken. Ziehst deine Knie zu dir ran und kommst über eine Seite nach oben gerollt zum Sitzen. Setz dich so, dass deine Beine sich ausstrecken. Wenn du Probleme im unteren Rücken hast, winkelst du die Knie an, kannst auch gerne ein Kissen unter deine Knie legen und flexst die Füße, ziehst dein Sitzfleisch zur Seite. Wenn du keine Probleme im unteren Rücken hast, dann kannst du die Beine auch gestreckt lassen. Mit der Einatmung ziehst du die Arme hoch und mit der Ausatmung lässt du dich aus der Hüfte nach vorne sinken, in die sitzende Vorbeuge hinein.
Hände und Arme neben die Beine legen, Handflächen nach oben, ganz entspannt, aber gleichmäßig und tief ein- und ausatmen. Was möchtest du loslassen? Welches Mensch ärgere dich nicht, Spiel aus der Vergangenheit hat sich noch in dir festgehängt. Lass es jetzt los, die Vorbeuge ist dafür sehr gut geeignet. Und wenn du es losgelassen hast, kannst du wieder ein neues Spiel beginnen. Mit der nächsten Einatmung hebe den Kopf, streck die Arme vor und hoch, zieh dich nach oben. Und mit der Ausatmung senk die Arme ab, stütz dich mit den Händen hinter dir ab, stell die Füße auf. Und lass den Kopf nach vorne sinken, hebe dich mit der Einatmung in den Tisch, heb dein Becken hoch, so gut es für dich geht. Mit der nächsten Ausatmung lass dich wieder nach unten gleiten, bring dann die Beine über eine Seite nach hinten und komm in der Bauchentspannungslage an. Forme einen Kissen mit deinen Händen oder Armen. Lege Stirn oder Wange auf den Händen ab. Die großen Zehen berühren sich, deine Fersen sinken nach außen und du entspannst. Stell dich ein auf die Kobra, streck dafür die Beine lang nach hinten aus. Lege dann die Stirn oder dein Kinn auf der Matte ab. Zieh die Hände neben deinen Brustkorb. Ellbogen ganz eng an den Körper. Und dann aktiviere dein Schambein nach vorne, den Bauchnabel nach innen. Atme aus. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du dich in die kleine Kobra, hebst den Kopf, die Schultern, den Brustkorb an. Lass dich tief weiteratmen. Roll die Schulterblätter noch mehr zueinander. Spür deine Kraft im oberen Rücken. Und schau dir mal deine Gedanken an, was da jetzt ist in deinem Geist. Halte die Gedanken möglichst nicht fest, lass sie ziehen, schau sie dir nur an. Erwarte den nächsten Gedanken, der vielleicht danach kommt. Wenn du den nächsten Gedanken erwartest, herrscht ein Moment Stille, bis ein neuer Gedanke kommt. Wie bei der Atmung, bevor ein neuer Atemzug kommt, ist auch erstmal ein Moment Stille. Und dann tauche ein in die Entspannungslage. Lass dich nach unten sinken. Vielleicht drehst du den Kopf mal zur anderen Seite. Deine großen Zehen berühren sich wieder und deine Fersen fallen locker nach außen. Du entspannst. Und während du entspannst,
erwartest du jeden Gedanken, der da kommt. Und wenn der Gedanke geht, bevor ein neuer kommt, nimmst du besonders diese Gedankenpause wahr. Denn eigentlich, wenn du die Gedanken so erwartest, geht es um die Gedankenstille und nicht um den neuen Gedanken, der kommt. Und dann stell dich ein auf die nächste Asana. Shalabhasana, dafür leg die Stirn oder dein Kinn wieder auf der Matte ab. Streck die Beine lang nach hinten aus, die Füße berühren sich und bring die Hände und Arme neben den Körper, Handflächen zum Boden, Ellbogen leicht angewinkelt, das ist die eine Variante. Oder du bringst deine Hände, die Fäuste, in deine Leisten, unter den Oberkörper, so gut wie es für dich geht. Dann hebst du mit der Einatmung erstmal dein rechtes Bein gestreckt nach hinten oben an. Ausatmen, ablegen. Einatmen, linkes Bein anheben. Ausatmen, ablegen. Und einatmen, beide Beine anheben. Und wenn es für dich zu schwer ist, dann hebst du weiter abwechselnd ein Bein und das andere Bein. Atme tief. Spür deine Willenskraft. Dein Durchsetzungsvermögen. Und ausatmen. Senk die Beine ab. Komm in die Bauchentspannung. Entspanne. Während du so entspannst, sei dir bewusst, dass du mit jedem einzelnen deiner Gedanken dein Leben gestaltest. Sowohl positiv als auch negativ. Also beobachte stets deine Gedanken. Sind sie voller Angst oder frei von Angst? Sind sie glücklich oder traurig? Sind sie freudvoll und leicht oder schwer und schwermütig? Und komm dann mit der nächsten Einatmung in den Vierfußstand. Lass dich ein paar Mal auf- und abrollen. Und tauche dann in die Kindstellung ein. Dir deiner Gedanken bewusst zu werden, ist der erste Schritt, um sie dann in die richtige Richtung zu lenken. Wenn dir bewusst wird, dass ein Gedanke dir schadet, dann versuche das Gegenteil zu denken. Wenn dir also die Farbe schwarz schadet, dann denke weiß. Dann stell dir weiß und helles Licht vor. Und jetzt roll dich langsam auf, Wirbel für Wirbel. Kommst du zum Sitzen. Setz dich erstmal neben den Beinen ab für den Drehsitz. Streck die Beine aus, zieh dein Sitzfleisch zur Seite, sitze auf beiden
Gesäßhälften gleichmäßig verteilt, auch wenn du auf einem Kissen oder einem Block sitzt. Und dann streck die Beine ein bisschen nach rechts und stell deinen rechten Fuß auf der anderen Seite vom linken Bein auf. Flex den linken Fuß, zieh dich am angewinkelten Bein aufrecht, entspann die Schultern nach unten, atme ein, heb den rechten Arm. Ohne dich zu drehen, mit der Ausatmung bring die rechte Hand nach hinten, nah am Gesäß, auf die Matte. Atme nochmal ein. Und mit der Ausatmung dreh dich nach rechts auf, schließ die Augen, entspann dich in deinen Drehsitz hinein. Welche Gedanken sind gerade da? Hell und klar. Schwarz und weiß. Auf jeden Fall darfst du dich frei und leicht fühlen und deine Gedanken dann hell und klar sein lassen. Licht und frei. Mit der Einatmung heb den rechten Arm, dreh dich mit der Ausatmung nach vorne und noch ein wenig weiter nach links und dann wieder nach vorne. Dann streckst du beide Beine wieder aus, schiebst beide Beine nach links, sodass du die Seite wechseln kannst. Stellst deinen linken Fuß auf der anderen Seite vom rechten Bein ab, flex den rechten Fuß, entspann die Schultern nach unten. Gib mit der Einatmung den linken Arm. Ohne dich zu drehen, setz mit der linken Hand, setz mit der Ausatmung die linke Hand nah am Gesäß ab. Atme nochmal ein und mit der Ausatmung dreh dich jetzt nach links. Bei den Asanas führst du nicht nur körperliche Übungen aus, auch die Asanas wirken auf die Psyche ein. Da der Prana-Fluss, dein Energiefluss, stimuliert wird. So hilft dir jede Asana und jedes Pranayama zur Ruhe im Geist, zur Veränderung der Gedanken, zur Optimierung deines Denkens. Und dann fühlst du dich licht und frei. Und klar. Mit der nächsten Einatmung hebst du den linken Arm. Und drehst dich mit der Ausatmung nach vorne und noch ein Stück weiter nach rechts und wieder zur Mitte. Stellst dann beide Beine auf und lässt dich über die Beine nach vorne sinken.
entspannst. Roll dich langsam auf, Wirbel für Wirbel. Bring die Beine über eine Seite nach hinten. Komm nochmal in den Vierfußstand. Dann bring wieder einen Fuß und dann den anderen zwischen die Hände und tauch nochmal ein in die stehende Vorbeuge. Wenn du magst, streck die Beine. Wenn es sich besser mit gebeugten Knien anfühlt, dann lass die Knie gebeugt. Aber lass nochmal bewusst los hier in der stehenden Vorbeuge. Dann beug die Knie, roll dich langsam auf, komm Wirbel für Wirbel zum Stehen und roll die Schultern ab. Steh in der Mitte deiner Matte für Trikonasana. Öffne deine Beine etwa eine Beinlänge und lass die Fußkanten außen parallel zur Mattenkante stehen. Gut. Zieh dein Schambein zum Bauchnabel, den Bauchnabel nach innen. Und streck den Rücken. Atme aus. Mit der Einatmung hebt die Arme in Schulterhöhe an, Daumen nach oben. Und mit der Ausatmung lass dich zur rechten Seite sinken und zieh den linken Arm nach rechts oben. Genau. Atme tief, genieß die Dehnung. Ohne dich abzustützen, leg deine rechte Hand am rechten Bein. Einatmen, komm hoch. Ausatmen zur anderen Seite nach links. Linke Hand bequem am linken Bein, ohne dich abzustützen. Rechter Arm zieht nach links oben, atme tief ein und aus. Einatmen, komm nochmal hoch. Und ausatmen, senk die Arme ab. Lauf im Zickzack mit deinen Füßen wieder zueinander. Beug die Knie, lass dich nochmal nach vorne tauchen in die stehende Vorbeuge. Und dann bring langsam dein Becken nach unten auf die Matte. Und komm auf deinem Kissen zum Sitzen für eine Meditation. Denn Meditation ist auch sehr hilfreich, um die Gedanken ruhig werden zu lassen und auch die Gedanken erstmal zu beobachten, in einen konzentrierten Zustand des Geistes zu kommen. Richte dich gut ein, einen für dich angenehmen Sitz mit aufrechtem Rücken. Bring deine Hände ins Chin Mudra, Zeigefinger, Daumenspitze berühren sich und die Hände liegen bequem auf den Beinen, Handflächen nach oben oder nach unten. Oder du formst eine Schale mit deinen Händen, rechte Hand in die linke Hand, Daumenspitzen berühren sich. Und wenn du gut sitzt, schließt du die Augen. Atmest mal ein paar Mal tief in den Bauch ein und auch aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus, beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Wiederhole beim Einatmen, ich verbinde mich mit Licht und Positivität. Und beim Ausatmen, ich
Gebe Licht und Liebe in alle Richtungen. Einatmen. Verbinde mich mit Positivität. Und ausatmen. Ich gebe Licht und Liebe in alle Richtungen. Einatmen. Ich verbinde mich mit Licht und Positivität. Ausatmen. Ich gebe Licht und Liebe in alle Richtungen. Und dann lass die Affirmation los. Lass deinen Atem ruhig und entspannt werden. Und beobachte, was kommt. Was kommt an Gefühlen? Wie fühlt sich der Körper an? Was kommt an Gedanken? Erwarte jeden Gedanken, der da kommt. Und lass ihn dann gehen. Und dann erwarte einen neuen Gedanken. Und lass ihn auch wieder gehen. Aber nimm die besondere Aufmerksamkeit, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe in der Stunde, auf die Atempause und auf die Gedankenpause zwischen den Gedanken, die kommen und gehen. Und auch zwischen den Atemzügen, die kommen und gehen. Und vielleicht merkst du, wie der Gedankenfluss langsamer wird. Oder ganz zum Stillstand kommt. Langsam und tief wieder zu atmen. Spür dich in deinen Körper hinein. Mit der nächsten Einatmung öffne die Augen, lass den Blick klar werden. Wenn du mal länger meditieren magst als so kurze Meditationseinheiten in der Yogastunde, dann hast du da dafür die Möglichkeit, jeden Mittwochabend 20 Uhr mit mir gemeinsam zu meditieren. Und jetzt kommen Shavasana, nimm dir, was du brauchst. Vielleicht deine Socken, vielleicht deine Jacke
oder auf eine Decke. Wenn du alles hast, was du brauchst, dann legst du dich auf dem Rücken ab in Shavasana-Position. Deine Beine hüftbreit, die Füße fallen locker nach außen. Achte auch darauf, dass deine Beine und Füße unter der Decke gut können, dass sie da locker sein können. Die Arme vom Körper entfernt, die Handflächen nach oben, die Schultern sinken in die Matte hinein. Dein Kopf liegt in der Mitte. Jetzt löst du die Zähne voneinander, nimmst die Zunge vom Gaumen. Und darfst im Geiste mit mir gemeinsam durch deinen Körper ziehen und die Affirmation wiederholen, die ich dabei ansage. Ich entspanne meine Füße und meine Beine. Meine Füße und meine Beine sind entspannt. Ich entspanne mein Becken und mein Gesäß. Mein Becken und mein Gesäß sind entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Rücken. Mein ganzer Rücken ist entspannt. Ich entspanne meinen Bauch und meinen Brustkorb. Mein Bauch und mein Brustkorb sind entspannt. Ich entspanne meine Hände und meine Arme. Meine Hände und meine Arme sind entspannt. Ich entspanne meine Schultern und meinen Nacken. Meine Schultern und mein Nacken sind entspannt. Ich entspanne meinen Kopf und mein Gesicht. Mein Kopf und mein Gesicht sind entspannt. Ich entspanne meinen Geist. Mein Geist ist entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Körper. Mein ganzer Körper ist entspannt. Ich fühle mich frei und leicht. Und meine Gedanken kommen zur Ruhe. Yogas Chitta Vritti Niruddha.
Atme tiefer und spür deinen Körper, Finger, die Hände, die Zehen, die Füße. Genieße dann Bewegungen, die du brauchst, um dich zu aktivieren. Und wenn du soweit bist, stellst du die Füße auf, ziehst die Knie zu dir ran, kannst dich ein bisschen hin und her rollen. Dann roll dich auf eine Seite, spür in der Seite seitliche Kindstellung nochmal nach. Und wenn du soweit bist, setz dich langsam auf, finde eine bequeme Sitzhaltung und schließ nochmal die Augen. Das Leben kann wie ein Mensch ärger dich nicht Spiel sein. Mal gewinnst du, mal verlierst du und dann gewinnst du wieder. Versuche es leicht und spielerisch zu nehmen. Atme aus und wieder ein. Namaste, ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst.